Napoleon Hill, Erfolg durch positives Denken. Hills klassische Studien über das Erfolgsgeheimnis berühmter Menschen. In der spannenden Reise des Lebens ist eine positive Geisteshaltung der Schlüssel zu all unseren Zielen und Träumen. Viele Menschen neigen dazu zu glauben, dass Erfolg mysteriös und von günstigen Umständen abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben. Doch in Wirklichkeit besteht der wahre Kern des Erfolgs darin, die Welt durch die Linse einer positiven Geisteshaltung zu betrachten. Stellen Sie sich diese Geisteshaltung wie einen unsichtbaren Talisman vor, den wir alle stets bei uns tragen. Auf der einen Seite dieses Talismans prangt PGH für positive Geisteshaltung, auf der anderen NGH für negative Geisteshaltung. Diejenigen, die es verstehen, immer die Seite mit der positiven Geisteshaltung nach oben zu kehren, üben eine beinahe magische Anziehungskraft auf den Erfolg aus. Ein eindrucksvolles Beispiel für die Macht der PGH ist Henry Ford. Sein Ziel war es, einen kostengünstigen V8-Motor für die Massenproduktion zu entwickeln. Ein Motor mit 8 Zylindern, der bis dato nur in sehr exklusiven Fahrzeugen zu finden war. Ford stieß anfangs auf Skepsis von Seiten seiner Ingenieure, die das Vorhaben für unmöglich hielten. Dennoch blieb er unbeirrt und setzte seine Vision um. Nach etwa einem Jahr Entwicklungsarbeit war das einst undenkbare Realität geworden, ein V8-Prototyp für die Massenproduktion. Der V8-Motor wurde ein großer Erfolg und half Ford, sich von der Konkurrenz abzuheben. Denken Sie darüber nach, wenn Sie heute in das Berufsleben eintreten und vor sich haben, bis zum Ruhestand im Alter von 67 Jahren mehr als 100.000 Arbeitsstunden zu verbringen. Lohnt es sich da wirklich, auch nur eine einzige dieser Stunden mit einer negativen Geisteshaltung zu verschwenden? Denn nur die positive Geisteshaltung führt uns zu unseren wahren Zielen. Kernaussage 1: Eine positive Geisteshaltung erlaubt es uns, Probleme als Chancen zu erkennen und sie mutig zu ergreifen. Erfolg bedeutet stets, sich den Herausforderungen zu stellen und hart daran zu arbeiten, sie zu überwinden. Hinter jeder bahnbrechenden Errungenschaft der Geschichte verbirgt sich ein Problem und ein Mensch, der die Entschlossenheit besaß, es zu bewältigen. Die Art und Weise, wie wir Problemen begegnen, hängt maßgeblich von unserer Geisteshaltung ab. Gehen wir ihnen mit Optimismus entgegen und übernehmen die Verantwortung für unser Schicksal? Oder erliegen wir der Entmutigung und werfen bei den ersten Anzeichen von Widerstand die Flinte ins Korn? Diese Haltung ist unerheblich, ob es sich um persönliche oder geschäftliche Probleme handelt. Eine positive Geisteshaltung ermöglicht es uns, Probleme in allen Lebensbereichen als Chancen zu betrachten und sie in positive Entwicklungen umzuwandeln. Selbst in den widrigsten Umständen, wie zum Beispiel im Gefängnis, kann eine positive Geisteshaltung als Schlüssel zum Erfolg dienen, wie die inspirierende Geschichte von Charlie Ward zeigt. Hinter Gittern hat er es geschafft, seine negative Geisteshaltung in eine positive zu transformieren. Er gewann das Respekt und die Anerkennung sowohl der Wärter als auch seiner Mitinsassen und stieg innerhalb des Gefängnisses in seiner Position auf. Während seiner Haftzeit lernte er einen Geschäftsmann namens Bigelow kennen, der ebenfalls im Gefängnis war, jedoch wegen Steuerhinterziehung. Bigelow war von Wards positiver Veränderung so beeindruckt, dass er ihm versprach, nach seiner Freilassung eine vielversprechende berufliche Perspektive zu bieten. Tatsächlich erhielt er nach seiner Entlassung den Job und arbeitete sich bis zum Leiter des Unternehmens und zum Millionär hoch. Ward, der zuvor in Richtung krimineller Laufbahnen mit negativer Geisteshaltung steuerte, fand in der positiven Geisteshaltung seine Rettung. Sogar in der schwierigsten Situation, seinem Aufenthalt im Gefängnis, entdeckte er den Anreiz, sich selbst zu transformieren. Er lernte, sein Problem als eine Herausforderung zu begreifen und das Beste daraus zu machen. Kernaussage 2: Erfolg erfordert die Beseitigung geistiger Spinnweben und die bewusste Anwendung des logischen Denkens. Der Mensch handelt nicht immer rational und logisch. Wir sind anfällig für Denkfehler, werden von Emotionen geleitet und fallen Vorurteilen zum Opfer.
In gewisser Weise tragen wir alle diese geistigen Spinnweben in uns. Negative Emotionen, Leidenschaften und Vorurteile beeinflussen immer unser Denken und Handeln. Sie bilden ein Netz, in dem wir uns verfangen können. Diese geistigen Spinnweben führen oft zu irrationalen Überzeugungen, die in unvernünftigen Handlungen resultieren. Die Auswirkungen dieser geistigen Spinnweben sind vielfältig. Oftmals lassen wir uns von unseren Gefühlen lenken und geraten in Konflikte. Anstatt eigene Fehler zuzugeben, schieben wir die Schuld auf andere. Wer jedoch in solchen Situationen seinen Verstand einsetzt und rationalen Überlegungen folgt, kann den Verstrickungen des Spinnennetzes entkommen. Wer das logische Denken über Gefühle und Vorurteile stellt, hat die Möglichkeit, seine Ziele zu erreichen und unnötige Konflikte zu vermeiden. Eine besonders wirksame Methode zur Förderung des logischen Denkens ist die tägliche Reflexion. Indem man sich täglich nur 1% seiner Zeit nimmt, um nachzudenken, zu planen und Ideen zu sammeln, kann man seine Ziele schneller erreichen als andere. Dabei können einfache Werkzeuge wie ein Blatt Papier und ein Stift helfen, um Gedanken zu ordnen, Ideen zu notieren und Pläne zu schmieden. Kernaussage 3. Erfolgreich ist nur, wer geistige Kurz- und Weitsichtigkeit vermeidet. Viele Menschen kämpfen nicht nur mit körperlichen Sehstörungen, sondern auch mit geistiger Kurz- und Weitsichtigkeit. Geistig kurzsichtige Personen sind nicht in der Lage, die Möglichkeiten zu erkennen, die sich in der fernen Zukunft bieten könnten. Sie vernachlässigen die Bedeutung der eigenen Zukunftsgestaltung und die Festlegung von Zielen. Stattdessen verbrauchen sie ihre Energie, um unmittelbare Probleme zu bewältigen, ohne das große Bild zu erkennen und langfristig zu planen. Geistig weitsichtige Menschen hingegen haben das entgegengesetzte Problem. Sie wollen direkt auf das Dach springen, anstatt die notwendigen Schritte Stufe für Stufe zu gehen. Sie leben in einer Traumwelt der Zukunft, ohne jedoch die Schritte im Hier und Jetzt umzusetzen, die erforderlich sind, um ihre großen Ziele zu erreichen. Auf diese Weise kommen sie ihren Zielen niemals näher und verpassen die vielen täglichen Chancen, die sich ihnen bieten. Beide Formen der Sehstörungen sind hinderlich. Um erfolgreich zu sein, ist es entscheidend, sowohl die Chancen und Möglichkeiten im aktuellen Moment zu erkennen und zu ergreifen, als auch langfristige Pläne zu schmieden, über die eigene Zukunft nachzudenken und zu überlegen, wie man die Welt gestalten und beeinflussen kann. Kernaussage 4. Neben einer positiven Geisteshaltung ist Zielstrebigkeit die entscheidende Voraussetzung, um im Leben erfolgreich zu sein. Jeder, der sein Leben erfolgreich gestalten möchte, muss klare Ziele vor Augen haben, denn nur wer weiß, was er will, kann es auch erreichen. Das Bewusstsein für die eigenen Ziele erleichtert die Identifikation des richtigen Ausgangspunkts und die Festlegung eines geeigneten Kurses. Für diejenigen, die wissen, warum sie ihre Arbeit verrichten, wird diese Arbeit zu einer Quelle der Freude. Ein klares Ziel ermöglicht es, mit Begeisterung und Effizienz an der Verwirklichung von Träumen zu arbeiten. Zudem sind Personen, die ihre Ziele kennen, besser in der Lage, die richtigen Chancen im Leben zu ergreifen. Sie nutzen die Gelegenheiten, die sich im Alltag bieten, um ihren Zielen näher zu kommen. Zielstrebigkeit, also das konsequente Verfolgen der eigenen Ziele, geht oft mit der Fähigkeit zur Selbstmotivation einher. Man erinnert sich selbst daran, beweise, was du kannst. Anstatt die Welt für eigene Misserfolge verantwortlich zu machen, nimmt man die Verantwortung dafür, sie nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ein inspirierendes Beispiel für Zielstrebigkeit und leidenschaftliche Selbstmotivation ist die Geschichte von Farmer Milo Jones. Trotz einer schweren Krankheit, die seinen Körper lähmte, weigerte er sich, seiner Familie zur Last zu fallen. Stattdessen nutzte er die Fähigkeiten, die ihm noch zur Verfügung standen. Obwohl sein Körper gelähmt war, war sein Verstand immer noch aktiv. Er arbeitete unermüdlich daran, wie er Aufgaben am besten delegieren konnte. Mit seiner Zielstrebigkeit und seinem positiven Blick auf die Welt verwandelte er seine kleine Farm in ein Imperium, das nicht mehr Mais anbaute,
sondern Jones Little Pork Sausages verkaufte. Trotz seiner körperlichen Behinderung wurde er Millionär und führte ein erfolgreiches und erfülltes Leben. Kernaussage 5: Ziele sollten immer anspruchsvoll sein und schrittweise umgesetzt werden. Das Festlegen von Zielen ist nur der Anfang, um sie tatsächlich zu erreichen. Doch die Erfolgschancen können erheblich gesteigert werden, wenn du einige wichtige Prinzipien befolgst. Halte deine Ziele immer schriftlich fest und setze ihnen klare Fristen. Frage dich, was möchte ich bis zum Jahresende erreichen? Oder wo möchte ich im nächsten Jahr stehen? Habe keine Angst vor anspruchsvollen Zielen. Im Gegenteil, hochgesteckte Ziele sind diejenigen, die sich zu verfolgen lohnen. Je größer das Ziel, desto mehr wirst du dich anstrengen und desto mehr wirst du erreichen. Viele wirklich erfolgreiche Menschen haben sich gerade deshalb überdurchschnittlich entwickelt, weil sie sich höhere Standards gesetzt haben als andere. Nur wer mit dem Status quo nicht zufrieden ist und sich herausfordernde Ziele setzt, die anderen als unrealistisch erscheinen, wird zu den wirklich erfolgreichen Menschen zählen. Ein anspruchsvolles Ziel sollte in Etappen aufgeteilt werden. Neben dem großen Fernziel solltest du auch Nah- und Zwischenziele festlegen, die schrittweise abgehakt werden können. Mit dieser Methode erscheinen selbst die größten Anstrengungen machbar. Ein beeindruckendes Beispiel hierfür ist die Geschichte einer rüstigen Großmutter, die mit 63 Jahren zu Fuß von New York nach Miami lief. Als man sie nach ihrem Mut fragte, die lange Reise anzutreten, antwortete sie bescheiden, dass gar kein Mut erforderlich gewesen sei. Sie habe einfach nur den ersten Schritt gemacht, dann den zweiten und den dritten. So kam sie ihrem Ziel immer näher. Kernaussage 6: Jedes Ziel kann erreicht werden, indem es mit Hilfe von Autosuggestion im Unterbewusstsein verankert wird. Oft glauben Menschen, dass ihr Handeln ausschließlich auf bewussten Entscheidungen beruht. Doch das Unterbewusstsein übt oft einen bedeutenden Einfluss auf unser bewusstes Denken und Verhalten aus, da es von unbewussten Vorstellungen, Wünschen und Trieben geprägt wird. Dieser Prozess ist jedoch nicht außerhalb unserer Kontrolle. Wir können ihn gezielt zu unserem Vorteil nutzen, indem wir Autosuggestion anwenden. Mit Hilfe von Autosuggestion können wir beliebige Ziele und Wünsche tief im Unterbewusstsein verankern, wodurch sie später unser Denken und Handeln beeinflussen. Ob es um Gesundheit, finanziellen Erfolg oder andere Ziele geht, uns sind dabei keine Grenzen gesetzt. Autosuggestion kann uns zu all unseren Zielen führen. Indem wir beispielsweise zweimal täglich laut den Satz wiederholen, wie viel Geld wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verdienen wollen, prägen wir unser Unterbewusstsein so stark, dass es unser bewusstes Denken und Handeln in Richtung dieses Ziels lenkt. Diese Methode kann auch genutzt werden, um eine positive Geisteshaltung, PGH, zu entwickeln. Indem wir uns regelmäßig und aufrichtig sagen, mir geht es jeden Tag besser, werden wir tatsächlich ein gesteigertes Wohlbefinden erfahren. Sobald die PGH auf diese Weise im Unterbewusstsein verankert ist, werden wir jedem Problem mit Selbstmotivation, Optimismus und Entschlossenheit begegnen. Kernaussage 7: Wer sich selbst verändern möchte, muss sein Verhalten ändern, indem er Gewohnheiten aufbaut. Wir haben die Fähigkeit, durch unser Handeln zu besseren Menschen zu werden, indem wir konsequent an uns arbeiten. Dieses Training basiert auf der Idee, dass unser äußeres Handeln unser Inneres beeinflusst. Indem wir bewusst bestimmte Handlungen ausführen, können wir unsere Gefühle und unsere inneren Einstellungen beeinflussen. Wenn wir beispielsweise Angst durch Mut ersetzen möchten, können wir in Situationen, die Mut erfordern, das Wort mutig laut aussprechen und dann sofort mutige Taten vollbringen, anstatt zu zögern. Ein bemerkenswertes Beispiel für diese Herangehensweise ist der amerikanische Gründervater Benjamin Franklin. Er arbeitete beharrlich an sich selbst und seinen Verhaltensweisen. Er trainierte Tugenden wie Enthaltsamkeit, Sparsamkeit und Mäßigung, indem er sich selbst dazu zwang, sein Verhalten für einen bestimmten Zeitraum auf eine Tugend auszurichten. Er setzte sich erst dann mit der nächsten Tugend auseinander, wenn er die vorherige in Fleisch und Blut übergehen fühlte. Du kannst dich von seinem Vorgehen inspirieren lassen.
Wenn du bestimmte Aspekte deiner Persönlichkeit ändern möchtest, gehe sie nach und nach an. Du könntest beispielsweise eine Woche lang darauf fokussieren, sparsam in allen Lebensbereichen zu sein. In der darauffolgenden Woche nimmst du dir das nächste Ziel, wie etwa Mäßigung, vor und gewöhnst dir an, in allen Situationen maßvoll zu handeln, sei es beim Konsum von Alkohol oder Essen. Durch dieses Vorgehen änderst du nicht nur dein Verhalten, sondern entwickelst auch dich selbst weiter. Die Tugenden, die du trainierst, werden ein integraler Bestandteil deiner Persönlichkeit. Kernaussage 8. Wer erfolgreich sein will, darf niemals aufgeben und muss immer nach dem fehlenden Element suchen, das den Erfolg vervollkommnet. Oftmals scheitern Projekte oder Vorhaben an diesem entscheidenden Puzzleteil, das sie erst rund und unwiderstehlich macht. Menschen mit einer positiven Geisteshaltung, PGH, zeichnen sich dadurch aus, dass sie unermüdlich nach diesem fehlenden Element suchen, das ihnen noch zum Erfolg fehlt. Ein gutes Beispiel dafür sind die Brüder Wright, die erfolgreicher waren als all ihre Vorgänger, die ebenfalls versuchten, ein funktionierendes Flugzeug zu bauen. Ohne sich von Fehlschlägen entmutigen zu lassen, suchten sie nach dem fehlenden Element, bewegliche Klappen, die sie an den Flügeln ihres Flugzeugs anbrachten. Mit diesen Klappen konnte der Pilot die Flügel in verschiedene Positionen bringen und so das Flugzeug im Gleichgewicht halten. Jeder, der kurz vor dem Erreichen seines Ziels scheitert, sollte sich daher fragen, was dieses entscheidende Element sein könnte, das noch fehlt. Oft sind unkonventionelle und alternative Herangehensweisen der beste Weg, um es zu finden. Ein weiteres Beispiel ist der amerikanische Erfinder Dr. Gates. Wenn er nach Ideen suchte, sperrte er sich in einem kleinen, schalldichten Raum ein, schaltete das Licht aus und konzentrierte sich auf das Problem, das er lösen wollte. Erst wenn er eine Idee hatte, schaltete er das Licht wieder ein und schrieb sie auf. Jeder Mensch sollte nach diesem fehlenden Element suchen, das seinem Erfolg noch fehlt. Dazu muss er sich Zeit und Raum für das Nachdenken nehmen, ständig Fragen stellen und unablässig nach Antworten suchen. Kernaussage 9. Mithilfe des Selbststarters können wir unsere eigene Trägheit überwinden und in aktive Tatkraft verwandeln. Wir alle kennen diese Momente im Leben, in denen wir wichtige Aufgaben vor uns herschieben, sei es ein dringendes Telefonat oder die längst überfällige Zahnarztuntersuchung. Dieses Verhalten resultiert oft aus Trägheit, die schnell in schlechte Gewohnheiten münden kann. Doch durch das Befolgen einiger einfacher Regeln können wir unsere Trägheit überwinden und in aktive Tatkraft umwandeln. Der erste und entscheidende Schritt zur Veränderung besteht darin, eine Sache regelmäßig und oft genug zu tun, bis sie zur Gewohnheit wird. Gewohnheiten, sei es positiv oder negativ, entwickeln sich durch wiederholtes Verhalten. Eine der wichtigsten positiven Gewohnheiten, die wir uns durch wiederholte Anwendung aneignen und in unseren Alltag integrieren können, ist der sogenannte Selbststarter. Der Selbststarter bedeutet, sich selbst immer wieder zu sagen, tu es gleich und unverzüglich zu handeln. Diese Strategie hilft uns, unsere Trägheit zu überwinden und aktiv zu werden. Ein bemerkenswertes Beispiel für den Selbststarter ist der Schriftsteller H.G. Wells, der sich angewöhnte, all seine Ideen sofort aufzuschreiben, wann immer sie ihm einfielen, selbst mitten in der Nacht im Bett. Wenn der Selbststarter oft genug angewendet wird, wird er zur Gewohnheit und die Tatkraft wird ein integraler Bestandteil unserer Persönlichkeit. Wir können diese Tatkraft dann in jeder Lebenssituation nutzen, um verpasste Chancen zu vermeiden. Kernaussage 10. Du hast die Fähigkeit, nicht nur dich selbst, sondern auch andere zur positiven Veränderung anzuspornen. Jeder Mensch nimmt zwei Rollen ein. Wir werden ständig von anderen motiviert, bestimmte Handlungen auszuführen und motivieren gleichzeitig andere. Diese Wechselbeziehung ist bereits bei Kindern und ihren Eltern zu beobachten. Kinder motivieren ihre Eltern schon als Säuglinge, indem sie durch Weinen dazu veranlassen, sich um sie zu kümmern. Eltern ihrerseits motivieren ihre Kinder auf vielfältige Weisen, oft durch das Vertrauen, das sie in sie setzen.
Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist Thomas Edison, der in der Schule als schlechter und aufmüpfiger Schüler galt. Der wichtigste Antrieb seines Lebens war das Vertrauen, das er von seiner Mutter erfuhr. Trotz seiner scheinbaren Schulversagen und schlechten schulischen Leistungen verlor sie nie den Glauben an ihren Sohn und stand zu ihm. Wenn du Kinder oder Erwachsene durch Vertrauen anspornen möchtest, ist es entscheidend, aktiv in dieses Vertrauen zu investieren. Passives Vertrauen, von dem die betroffene Person nichts weiß, da es nie ausgesprochen wird, reicht nicht aus. Wenn du beispielsweise deinen Mitarbeitern zeigen möchtest, dass du ihnen eine bedeutende Aufgabe anvertraust, teile es ihnen ausdrücklich mit. Wir übertragen ihnen die Verantwortung für das Schicksal des Unternehmens, weil wir wissen, dass wir uns auf sie verlassen können. Ein weiterer Weg, andere zur positiven Veränderung zu motivieren, besteht darin, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Wenn du ständig eine positive Geisteshaltung lebst, wirst du durch dein Verhalten auch andere dazu inspirieren, ihre negative Geisteshaltung abzulegen. Je mehr du anderen durch deine eigene positive Einstellung gibst, desto mehr wirst du später auch von ihnen zurückbekommen. Zusammenfassung zum Buch von Napoleon Hill: Erfolg durch positives Denken. Die gesamte Kernaussage dieses Buches lautet: Eine positive Geisteshaltung, verbunden mit persönlichen Zielen, hat die Kraft, Wohlstand und Erfolg anzuziehen wie ein Magnet. Indem man den richtigen Charakter und die richtigen Gewohnheiten entwickelt, kann man alles erreichen, was man sich selbst zutraut und vornimmt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!